Die Art, wie Menschen Risikobotschaften vermittelt werden, wirkt sich auf ihre Reaktionen aus. Wenn über ein potenzielles Risiko kommuniziert wird, muss immer bedacht werden, den Personen mitzuteilen, was die empfohlene Verhaltensweise ist, um der Gefahr zu entgehen. In der Kommunikation muss betont werden, dass diese Handlungsempfehlungen das Potenzial der Bevölkerung, eine Katastrophe erfolgreich zu managen, erhöht und dass Personen sich selbst und anderen helfen können, wenn sie diesen Empfehlungen folgen. Dies gibt ihnen ein Gefühl der Eigenständigkeit und das Vertrauen an ihre eigene Fähigkeit, mit potenziellen Risiken umzugehen. Es muss bedacht werden, dass Personen in manchen Fällen über bestimmte Ressourcen und Fähigkeiten verfügen müssen, um die Handlungsempfehlungen auszuführen. Menschen sind in unterschiedlichen Situationen und haben unterschiedliche Verantwortungen und Herausforderungen in Katastrophen. Deshalb ist es wichtig, unterschiedliche Handlungen für unterschiedliche Zielgruppen zu empfehlen. Es sollte immer versucht werden, das tatsächliche Risiko zu kommunizieren und dieses weder herunterzuspielen noch zu ignorieren. Das erzeugt am besten ein Gefühl der Dringlichkeit zu reagieren und bietet Menschen die nötigen Einblicke, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Manchmal haben Behörden die Sorge, Menschen zu verängstigen, wenn sie ihr Wissen über ein potenzielles Risiko kommunizieren. Aber es ist wichtig, alles Wissen zu kommunizieren und keine Informationen zurückzuhalten. Die meisten Personen verhalten sich angemessen, indem sie die Situation analysieren, auch wenn sie mit bedrohlichen Informationen konfrontiert sind. Wenn alles Wissen kommuniziert wird, erscheint man transparent, was wichtig ist, um das Vertrauen von Menschen in Organisationen aufrechtzuerhalten. Deshalb geben Sie genaue Informationen an, kommunizieren Sie das tatsächliche Risiko und geben Sie realistische Handlungsempfehlungen. Dann werden Menschen die Botschaften wahrscheinlicher aufnehmen und befolgen und dabei ihr eigenes Risiko und das anderer reduzieren. Erfahre mehr im Links Community Center.